Cinestar in Fulda wird ab morgen renoviert. 400.000 Euro kosten die Maßnahmen, die dem Kino einen komplett neuen Look geben werden. Der Spielbetrieb läuft während der Renovierungsarbeiten weiter, sagt Cinestar-Leiter Sascha Wenske. Nach der Entscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, wollen immer mehr britische Staatsbürger auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Wir sprachen mit Vivienne Naumann-Krahulek, gebürtige Britin und stellvertretende Vorsitzende des Fulda Ausländerbeirates, über die Situation in der Barockstadt. Die Sparkasse Fulda geht neue Wege. Zwei Mitarbeiter werden zukünftig mit Diensthandy auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten vor allem für Studenten zur Verfügung stehen. Videochats oder Kundengespräche können so auch online geführt und Terminvereinbarungen auch für das Wochenende getroffen werden. Dies und mehr lesen Sie in der neuen Ausgabe von Fulda Aktuell, die morgen druckfrisch zu Ihnen nach Hause geliefert wird. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Herbstferien.